Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video von der DMG Kreativwerkstatt. Ich werde euch heute zeigen, wie man dieses Armband hier knüpft. Ja, dazu braucht man von den äußeren Farben hier schwarz leuchtend Nacht und Neonorange. Gut 1,20 Meter bei einem Armumfang von 21, 22 cm. Ich habe die mittleren Stränge habe ich abgemessen auf meinen Armumfang, habe sie komplett durchgezogen und in der Mitte zusammengeschweißt. So, um das Ganze mal zu veranschaulichen, haben wir hier auf der linken Seite das Schwarz nachtleuchtend und auf der rechten Seite das Neonorange. Was ihr noch dazu braucht, ist halt ein Feuerzeug, eine Zange und natürlich eine Schere. Dann zeige ich euch mal, wie es auf einfache Weise dieses Paracord zu knüpfen geht. Wir haben hier unsere vier Stränge. Wir nehmen die oberen beiden, wir nehmen links und rechts auseinander, führen das rechte durch die Mitte durch, ziehen es durch und gehen auf der anderen Seite wieder durch die Mitte zurück. So, ziehen das Ganze ein bisschen fest. Dann nehmen wir das Schwarze, gehen durch beide, also nehmen links und rechts die oberen beiden Fäden hoch, schieben das mitten durch. Und ziehen das auch fest. Ich lege mal ein bisschen nach hinten, dass das dann so aussieht. Dann nehmen wir wieder das Neonorange, ziehen das wieder in der Mitte durch, also links und rechts, auseinander, schieben das in der Mitte durch. Dann nehmen wir das Schwarze, gehen durch die Mitte wieder durch, schieben das auf die andere Seite rüber und ziehen das Ganze ein bisschen fest. So. Dann nehmen wir wieder das Ende von dem Orangen, Neonorange, gehen wieder durch die Mitte durch. Ziehen uns das ein bisschen hin. So. Dann nehmen wir das Schwarze, heben die oberen beiden Fäden ab, ziehen das Schwarze durch, und ziehen das wieder ein bisschen fest. Das legen wir wieder ein bisschen nach hinten, das Schwarze. Dann nehmen wir wieder das orange Ende, nehmen links und rechts wieder auseinander, schieben das einmal wieder durch, komplett in der Mitte, ziehen es fest ein wenig und dann nehmen wir wieder die oberen beiden und das unteren beiden auseinander, schieben das Schwarze durch, ziehen es fest, legen es wieder ein bisschen nach hinten. Dann nehmen wir wieder das Orange,
links und rechts auseinanderziehen, von unten durch die Mitte durch, schieben das wieder ein bisschen zurecht, ziehen das Schwarz ein bisschen nochmal nach. So. Achtet eigentlich darauf, dass die Schwarzen eigentlich immer relativ gleich sind. Dann kommt das nachher, sieht das nachher schöner aus. Dann schieben wir wieder das Schwarze durch die Mitte durch, etwas nach hinten gleich, damit es einfacher. So. Noch einmal das Orange nehmen, links und rechts auseinander, durch die Mitte durch, von unten. Bisschen anziehen. So, dann nehmen wir wieder das Schwarze, heben oben, heben die beiden oberen und die beiden unteren nehmen wir auseinander, schieben es durch die Mitte durch, wie bei einem Sandwich, packen es rein, ziehen es ein bisschen fest und so geht das eigentlich weiter. Relativ schnelle Sache. Das Ganze. Und am Ende zeige ich euch nochmal, wie ich das verschweiße. Und wie ihr jetzt seht, bin ich am Ende ein bisschen kurz geworden vielleicht, aber das ist alles kein Problem, da das ziemlich locker gemacht ist hier das Ganze. Aber wie am Anfang gesagt, man hat eine Zange dabei. Man kann dann anfangen, oben mit der Zange das Ganze noch ein bisschen nachzuziehen. Das ist ein relativ lockeres Muster, wo das dann auch funktioniert. Immer abwechseln, ein bisschen schwarz, ein bisschen orange ziehen. Dann funktioniert das auch. Schon kriegt man auf die ganze Länge des Armbandes ein paar Zentimeter wieder zusammen. Es ist auch ein sehr bewegliches Muster, da kann man ruhig ein bisschen fester ziehen das Ganze. Nicht wie bei den anderen, wie hier, dem Muster. Das ist nicht so beweglich, da sollte man von Anfang an ein bisschen lockerer arbeiten. Oder bei dem hier. Das kriegt man alles schön hin, das ist kein Problem. Und am Ende, wenn ich das jetzt alles gerade gezogen habe, sehen wir uns wieder. So, jetzt sind wir hier am Ende angekommen. Ich hatte das noch ein bisschen nachgezogen, ein bisschen nach oben geschoben das Ganze, damit man zum Ende hin noch schön ein bisschen mehr Paracord verbrauchen kann, damit das alles schicker aussieht. So. Ups, das war ein Band. Nun müssen wir natürlich durch beide durchmachen. So, ein bisschen eng jetzt. Aber dadurch, dass ich das jetzt hochgeschoben habe, kann ich das jetzt natürlich auch wieder ein bisschen nach unten ziehen. Das Ganze ein bisschen gleichmäßig verteilen. Ja. Und da wären wir schon am Ende, würde ich sagen. Ich mache das jetzt so, dass ich das Band hier abschneide. Ja, das Schwarze. Hier abschneide und mit irgendwo hier mit dran schweiße. Das Orange, da drehe ich das Ganze für um und schweiße das hier mit unten so ran. Fangen wir mit dem Orangen ein bisschen an. So.
ein bisschen lang das Ganze noch, dann kann man hier noch mal ein bisschen was abschneiden. Dann drehen wir das Ganze um. Zupfen noch ein bisschen zurecht. Schmelzen das ein bisschen an. Das Ganze wird. Drücken wir das anständig fest. Vorsicht, wieso hält das jetzt nicht? Vorsichtig, Verbrennungsgefahr würde ich sagen. Drücken wir es hier, so, anständig fest. So, haben wir einen schönen Abschluss. Schwarze, schneiden das hier so ein bisschen ab, schmelzen das auch ein wenig an. Drücken das Ganze da mit ran. Ja, und schon. Das ist aber gut. Fertig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tut mir leid, dass mein Handy einmal runtergefallen ist. Aber das tut ja dem Video nichts. So. Kann man also noch ein bisschen hinrücken. Es ist ein sehr flexibles Muster. Ich werde auch noch mal ein paar Fotos machen von dem schwarzen Paracord, was nachts leuchtet. Mal gucken, wie das so aussieht. Das ist das erste Mal, dass ich das verwende. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video.